bin hier, um den Teufel zu vertreten oder irgendwas ähnliches. Es geht um den Bösen, um den Lord, um den Satan. Was übrigens ein super Argument ist für Kirchensteuer. Und Jesus sagt, nee, so ist es nicht. Das überfordert mich jetzt einfach hier. Ich möchte gerne mein altes Weltbild haben. Das sind alles satanische Einflüsterungen. Diese Art Dorftrottel versammelt sich jetzt auch und denkt, wir sind Legion. Mit dieser satanische Nachbar will deine Seele. Deswegen musst du dich bewaffnen. Man sollte nicht alles glauben, was man liest. Das ist die Antwort. Das war schon Google. Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, Huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde von den Würfelphilosophen, eine neue Talkrunde. Wir sprechen heute über die Satanic Panic und den Teufel. Und mal gucken, wo es uns dahin führt. Wir sind heute zu dritt hier. Der Alex ist im wohlverdienten Urlaub. Lässt sich schön die portugiesische Sonne auf dem Bauch scheinen, habe ich gelesen. Und deswegen fehlt er uns ganz doll. Und ja, beim nächsten Mal ist er hoffentlich wieder mit dabei. Aber dafür haben wir den Jonathan heute wieder mit am Start. Hallo. Und natürlich den Zeitiger. Ich bin hier, um den Teufel zu vertreten oder irgendwas ähnliches. Oh, das ist ja mal ein gutes Eingangsstatement hier. Nein. Ja, Zeitiger ist auch in der Tat einer der Initiatoren dieses Themas gewesen. Genau. Wir sind uns nicht so ganz einig gewesen, ob er es wirklich war oder ob wir das so gemeinschaftlich entschieden haben. Aber, wir fanden das Thema, glaube ich, alle soweit spannend. Sonst hätten wir irgendjemand gesagt, nee, also sorry, aber das ist jetzt wirklich alter Kaffee. Ja, also für die Leute, die uns noch nicht so oft gehört haben und nicht genau wissen, was wir für ein Background haben und die erste Folge von unserem Podcast noch nicht gehört haben, da erklären wir das ja alles. Wir sind alles Rollenspieler und da sind wir dann natürlich auch von diesem Phänomen der Satanic Panic ein bisschen betroffen. Ich kann nachher vielleicht auch nochmal einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, weil da habe ich definitiv Satanic Panic mitbekommen. Nicht im Rollenspielkontext, sondern im Musikkontext, aber da gibt es das ja auch. Aber ich habe heute auch bei mir auf dem Discord mal gefragt, ob noch jemand mitdiskutieren möchte. Und da war irgendwie so, was ist das überhaupt, Satanic Panic? Das ist irgendwie gar nicht so bekannt anscheinend, dieser Begriff. So. Deswegen, Zeitiger, vielleicht erklär uns einfach mal ganz kurz, was ist denn Satanic Panic und wie kommen wir da drauf und warum ist das gerade jetzt relevant? Ja, relevant ist immer relativ, weil es ist immer eine Frage, welche Bubble man gerade anschaut. Nee, aber wir hatten, wie du schon sagtest, es gibt ja, die Satanic Panic ist ja etwas, was wir schon öfters mal hatten, jedenfalls in der Moderne. Dazu wissen ja die altgedienten Rollenspielende, zu denen ich nicht gehöre, sondern ihr nur, eben die ganze Sache um die Kontroversen um D&D. Aber warum ist das jetzt gerade wieder eigentlich modern oder wieder en vogue, über die Satanic Panic überhaupt als solches hier zu reden? Und der Aufhänger war für mich, als es darum ging, im Rahmen der letzten Grammys hat ja eben eine non-binäre Person und eine Transfrau einen Grammy gewonnen. Und darauf haben sich die amerikanischen Extremisten christlicher Art drauf gestürzt, Motto, das geht gar nicht, besonders ein Auftritt in roter Kleidung mit Teufelshörnern, knapp bekleidet und so weiter und haben dann sonst was an die Wand gemalt und das ging dann so, okay, wer redet hier über was und ja, da kommen ungute Gefühle wieder auf, wie zu den Historiker um D&D zum Beispiel in den 80ern und das ist also wieder. Dieses alter Wein scheinbar wird nicht schlecht, es wird immer wieder neu aufgekocht und ja, der Satanic Panic ist letztendlich die Angst davor, dass der Teufel, gerade aus Sicht der fundamentalistischen Christen, wieder unter uns weilt und die Leute irgendwie heidnische Rituale eigentlich begehen oder andere seltsame Sachen und glauben, die opfern jetzt irgendwelche Tiere oder noch schlimmer, irgendwelche Kinder. Und das vermischt sich dann auch teilweise wieder in dieser Melange von, ja, irgendwelche Reichen wollen jetzt das Blut unserer Kinder trinken und andere komischen Verschwörungstheorien. Das ist eine unschöne Mischung und deswegen fand ich, das wäre ein gutes Thema, mal darüber zu reden, warum das zu gewissen Teilen Quatsch ist und wie weit das auch teilweise kulturelle Kampfrhetorik irgendwo ist zum Spalten der Gesellschaft und zum Polarisieren auch insgesamt. Und wie weit hat das überhaupt
ja, Fundament, auf das man sagen kann, okay, ist es mehr als heiße Luft und wie weit können wir mit unserer Mission der Aufklärung und des Diskurses vielleicht auch dagegen ein bisschen halten. Ich hoffe, das war soweit in eurem Sinne, wie ich es versucht habe aufzuziehen. Ja, war doch schon ganz gut. Also es geht darum, dass bestimmte Menschen Angst haben, dass Bücher, Filme, Personen oder sonst irgendwas, dem sie begegnen, vom Teufel geleitet sind und schlechten Einfluss auf uns ausüben und uns zum Satanismus bekehren oder zum von Gott abwenden wollen oder so. Ne? Das ist natürlich jetzt jeder, der da draußen als Atheist zuhört, das ist so, ne? Und? Aber gehen wir mal davon, also versetzt euch mal in die Lage eines Menschen, der irgendwie an Gott glaubt oder so. Da will mich jemand von Gott wegführen. So, aber die Frage ist jetzt natürlich, hat das irgendwie eine Substanz oder hat das einen Hintergrund oder hat das irgendwie was? Woher kommt diese Angst? Also. Weil man auch dann noch dazu sagen muss, selbst als Atheist, und ich gehöre ja zu der atheistischen Fraktion hier, auch wenn ich heute in der Minderheit bin, dieses Befürchten, dass jemand auf die falsche Seite, ist ganz klar hier in Anführungszeichen mal gesetzt, gezogen wird, diese Angst habe ich durchaus auch für meine Familie und meine Kinder oder ja, meine Familie insgesamt. Gerade im Rahmen der Pandemie, der ganze Verschwörungsglaube ist ja, könnte ich jetzt auch so sagen, aus atheistischer Perspektive, ein gefährlicher Glaube, dem man vielleicht auch nicht nachgehen sollte, weil mein Glaube basiert ja eher darauf, dass ich sage, okay, ich versuche die Welt irgendwie rational mit wissenschaftlicher Methodik zu begegnen. Und dann kommen die Leute daher und sagen, wenn ich mich jetzt impfen lasse, sterbe ich innerhalb des nächsten Jahres. Surprise, ich bin immer noch Ja, am Leben. da gibt's ja auch Überschneidungen, also Ja. die QAnon-Bewegung und so, die in den USA ganz groß war, hier in Europa Gott sei Dank nicht so krass groß. Die haben ja auch diesen Verschwörungsmythos der teuflischen Elite irgendwie, hier, ich weiß noch, diese Plakate mit Angela Merkel ist die Buhle des Teufels oder so, ne? Und solche komischen Sachen. Ja. Der Jonathan meldet sich schon, aber vielleicht bevor du drankommst, schiebe ich jetzt mal diesen Schwank ein, damit wir es noch mal ein bisschen untermauern, irgendwie an einem Beispiel. Ne? Also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, den jungen Koali, als er 14 war. So, hört das erste Mal coole Musik, so AC/DC und Metallica und so, ne? Und geht auch auf Konzerte und wünscht sich eine Gitarre und kriegt die auch und spielt damit und gründet eine Band und so weiter, ne? Was man so macht, Rockmusik halt. Und das kriegt dann irgendwann der Pfarrer meiner Nachbargemeinde mit. Also mein eigener Pfarrer hat das auch mitgekriegt, ist okay, mache ich auch. Weil der Pfarrer von meiner Nachbargemeinde, der hatte mit mir eine Verbindung, weil seine Tochter war mit mir in einer Klasse. Und wir waren befreundet und deswegen hat er mir dann ein Buch in die Hand gedrückt. So, ob ich denn wissen würde, was ich da tue, wenn ich da hier AC/DC und Metallica und so höre, ne? Und ich so, nee, was tue ich denn da? So ganz aus allen Wolken gefallen, so als Teenie, ne? Und dann drückt er mir das Buch in die Hand. Das gibt's, glaube ich, auch nicht mehr. Das heißt, sie wollen nur deine Seele. Und als unbedarfter Teen nehme ich natürlich vom Nachbargemeindepfarrer so ein Buch an und lese das auch mal ganz schön. Und da standen dann wirklich so Sachen, also ganz klassische Achtung, diese Musik verführt zum Teufel. Und dann wurden das mit Beispielen untermauert. Und was denn AC/DC wirklich heißt, Antichrist, Death to Christ und Kiss heißt Knights in Satan, Knights in Service of Satan. Und wie die Rockmusik es schafft, durch bestimmte Betonungen und so irgendwie Rauschzustände hervorzurufen und dann die Leute mit LKWs in die Zuschauermengen reinfahren, weil der Teufel das denen befohlen hat und so weiter und so fort. Und ich muss zugeben, als total unbedarfter Jugendlicher, der gerade erst alles so für sich so entdeckt, ich war ganz, ganz kurz davor, meine
CD-Sammlung rauszuschmeißen, so wie es halt in dem Buch empfohlen wurde. Ne? Schmeißt eure Platten weg. Ne? Ich war kurz davor und dann habe ich mir überlegt und habe so gedacht, so, nee, irgendwie ist das Blödsinn. Und bin dann zu meinem Pfarrer hingegangen, meinem Gemeindepfarrer, und der sagte, du bist ja bescheuert, gib mir das Buch da, das ist ja völliger Humbug und Schwachsinn. Und ja, und weil ich zu ihm eine bessere Beziehung hatte als zu dem Nachbarpfarrer, habe ich dann gedacht, okay, dann vertraue ich dem mal lieber. Und der hat auch, also der hört ja auch Rockmusik und so, von daher, der hat schon Ahnung. Also wenn ein Pfarrer Rockmusik hört, dann muss das auch irgendwie in Ordnung sein, obwohl es in dem Buch steht, dass es nicht in Ordnung ist. Und im Rollenspiel-Kontext gilt das halt auch, ne? Also dann gibt es halt die D&D-Schwämme, ne? Was machen die komischen Jugendlichen da, die spielen irgendwas mit Zaubersprüchen, und in der Bibel steht ja auch, du sollst nicht zaubern und die Magier sind alle böse und so, ne? Und genau, als Harry Potter rauskam, dann war das auch mal ganz groß, so, ne? Verbrennt alle die Harry Potter-Romane, weil da irgendwie Zauberei irgendwie, das führt euch von Gott weg und so. Und heutzutage würden da vielleicht einige sagen, yay. Aber ja, das wusste man damals ja noch nicht, als es rauskam. Und ja, also es kommt immer wieder und es wühlt immer wieder auf. So, und jetzt darf der Jonathan. Also es ist ja gerade ganz aktuell auch in Deutschland wieder am Start, weil ja Lord of the Lost uns vertreten beim ESC. Und es gibt auch da schon die Ersten, die Leute sagen, es geht um den Bösen, um den Lord. Um den Satan, und weil die dann auch, dann treten die auch komisch auf in Lack und Leder und geschminkt, und das geht ja alles gar nicht, und Moralverfall und bla. Also es fällt auch immer da, wo Leute öffentlich sichtbar von irgendwelchen konservativen und zurückhaltenden Gesellschaftsnormen abweichen, da wird die Satanic Panic geschürt. Das war schon in den 80ern so, ihr habt es erzählt, mit Slayer waren auch ganz groß. Slayer haben ja ein Album rausgebracht, das Diabolus in Musica heißt. Und so nannte man den im Metal und Rock tatsächlich häufig vorkommenden Tritonus, also eine große Quinte, wenn 5,5 Tonschritte zwischen Grundton und zweitem Ton liegen. Das war der sogenannte Diabolus in Musica, weil das für mittelalterliche Ohren so grauenhaft klang, dass sie gesagt haben, mit dem Klang wohnt der Teufel. Dass Leute heute ein Verständnis haben von Dingen, die das immer noch glauben, ist, sage ich mal, berührt mich eher unangenehm peinlich. Was mir schon ganz am Anfang auf der Zunge lag, ist, ich glaube nicht mal, dass es so wahnsinnig viele Leute sind, die das wirklich sozusagen von sich aus glauben, sondern ich glaube, dass es häufig, also gerade im Hinblick auf, wo du das sagst, das mit Menschen, die nicht binär sind, Kim Del Horizon ist ja auch so ein Beispiel, der den Buchpreis gewonnen hat, dass es auch ganz gezielt dazu genutzt wird, unter konservativen Leuten Hass auf Minderheiten zu schüren. Seien es jetzt also Rollenspieler, Rockmusiker, nicht-binäre Menschen, Transpersonen, und in Amerika werden gerade wieder Bücher aus Schulen verbannt. Und da wird Drag Queens der Auftritt verboten. Also wir erleben ja etwas, aus linksliberal aufgeklärter Sicht geradezu bizarr ist, was da an Verurteilungen und Vorverurteilungen stattfindet. Also ich glaube, es hat auch immer was mit einer patriarchalen Machterhaltungstechnik zu tun. Immer wegen, wenn sozusagen gegen klassische Gesellschaftsordnung verstoßen wird, ist das dann quasi satanisch, oder wenn da irgendwas aufgebrochen wird an festen Gefügen und Regeln und so. Und manchmal, also es verbindet sich dann eben auch mit diesem Diabolus in Musica-Tonabstand,
aus irgendwie mittelalterlich, volksfrömmigkeitlich, theologischen Gedanken verbindet sich das dann, das wird sozusagen aufgenommen und dann kann man sagen, ja, das war ja schon im Mittelalter so und dann ist es ganz legitimiert. Also so funktionieren ja auch Verschwörungstheorien, damit, dass man etwas nimmt, was so viel wahr ist und dann so viel Unsinn drumherum baut, dass niemand mehr darauf kommt. Also, dass man immer sagen kann, der Kern ist wahr, aber alles andere ist halt totaler Bullshit. Also die Zuhörer, die es jetzt nicht sehen, was du gemacht hast, also so viel, das erste so viel war so ein ganz kleines bisschen. So, Und die kleinste Geige der Welt das zweite mäßig. so viel war ein ganz großes. Genau. Nee, und also das finde ich tatsächlich daran spannend. Ich habe auch so zwei Erfahrungen gemacht. Damit die eine war, dass eine mir nahestehende Verwandte den Leiter meiner evangelischen Jugendgruppe, wo wir im Keller der Nachbarkirchengemeinde Rollenspiel spielten, fragte, ob es nicht meiner Seele schade, was ich da täte. Und zwar beim lokalen Rewe an der Kühltheke beim Einkaufen. Das war so ein bisschen, und er erzählte das natürlich auch am nächsten Donnerstag dann in der Jugendgruppe. Und ich dachte nur, wenn Sie im Boden versinken wollen, drücken Sie bitte die 1, 1, 1, 1, 1. Das war das Erste. Und das andere war, als Engel von Rammstein rauskam. Da war das ein ultra böses Lied. Mich hat es total umgehauen. Ich fand es richtig abgefahren. Und da haben wir uns mit so ein paar Kindern, manche davon, einer war ein bisschen älter, so 4, 5 Jahre älter, in so einer Hütte auf dem Feld getroffen und Rammstein gehört. Und plötzlich hat er angefangen, überall umgedrehte Kreuze hinzumachen, dieser Ältere. Und ich bin ja Pastorenkind und plötzlich, also mir hat das Angst gemacht. Und ich habe dann um den, also der Freund, mit dem ich da immer hingegangen bin, der war ein bisschen, also heute würde man sagen, geistig behindert ein bisschen. Also eine leichte geistige Behinderung hatte der und ich habe mir um den Sorgen gemacht, weil der blieb irgendwie da. Und irgendwann habe ich ihn dann aber auch da, also habe ich gesagt, Mensch, geh da doch nicht mehr hin, das ist doch nicht so gut. Und ganz 10 Jahre später hat man dann mitgekriegt, dass der etwas ältere Jugendliche dann tatsächlich ein Verfahren wegen Kindesmissbrauch am Hals hatte. Das Also ist nat da das habe ist ich natürlich dann. auch nicht, also einer hat jetzt mit dem anderen ja nichts zu tun, ne? Nein, das hat nichts miteinander zu tun, aber es ist für mich so verknüpft auch. Also Also das klingt Problem mit dieser vielleicht jetzt. anekdotischen Evidenz oder so, so ein Einzelfall wird dann Ja. gerne hochskalisiert. Genau, anekdotische Evidenz. Aber das war eben auch, weil natürlich dieser Song von Rammstein überhaupt nichts mit Satanismus im eigentlichen Sinne zu tun hat. Es ist halt abgefahren verpackte Kirchenkritik. Die, wenn man mich fragt, ist das immer platte Kirchenkritik? Weil, ja, der hat halt nicht viel Ahnung von Kirche, der Mann. Der hat sein Bild und das entspricht, also, naja, über Till Lindemanns Kirchenkritik will ich jetzt hier nicht reden, aber es hat auf jeden Fall nichts mit Satanismus zu tun, das Lied. Man kann auch den immer noch für andere Sachen kritisieren, die mehr Sinn machen, aber Richtig. nee, gehört nicht dazu. Das, ja. Richtig. DDR-Nostalgie und Nazi-Kontakte sind ein ganz anderes Thema. Und Ja. faschistoide Ästhetik. Aber das hat ja Ja. nun mit unserem Thema auch nichts zu tun. Bedingt, weil wenn du dann ein paar Jahre später gehst, weil ich bin ja ein bisschen jünger, dasselbe ja auch dann mit Slipknot, Korn, Marilyn Manson. Ist auch mittlerweile ja lieber abzulehnen, aber zu damaligen Zeit war das noch nicht absehbar gewesen. Und auch Nee, da, ich ich kann mich finde. noch sehr gut an diese Dokumentation zum Beispiel erinnern, wo es eben darum ging, da ging es ja auch um die Satanic Panic in gewissem Grade, dass eben Marilyn Manson damals beschuldigt wurde, doch an diesen ganzen Amokläufen an Schulen schuld zu sein, wo man das ist in bildlicher Grundlage, genauso die ganze Situation mit den Videospielen bei uns dann Immer. wieder. Und es ist einfach nur, ja, Ab. man sucht einfach irgendwie. Killerspieldebatte hieß das. Ja. Ja, genau. Ja. Ich find, Korn ist eigentlich ein ziemlich cooles Beispiel dafür. Also, wenn man jetzt irgendwie auf die Satanic Panic in der Musik drauf fühlt,
weil die Texte von Korn eigentlich überhaupt gar nichts groß Religiöses haben. Sie gehören halt zu einer ziemlich zur Rockmusik, klar, ne? Zu einer ziemlich so aus dem Bauch heraus Rockmusik ist ja, der ganze New Metal ist ja so einfach und stampfender Rhythmus und so. Und, ja. Ne? Und adressiert halt primär den Selbstzweifel, den die Teenager der damaligen Zeit auch hatten. Genau. Das Debbie ja. Geht auf den Linkin Park und so weiter. Also, was Korn für mich so interessant macht, ist ja der Gitarrist von Korn. Der eine Gitarrist, der totaler Drug-Abuse-Mensch war und so kurz davor, sich aus dem Leben zu schießen und dann irgendwie so den Dreh gekriegt hat und Christ geworden ist und dann die Band verlassen hat, weil er gesagt hat, irgendwie, ich kann diese unheilige Musik nicht mehr machen. Und wie wir alle wissen, ist er inzwischen wieder in der Band. Und ihr könnt ja mal, wenn ihr das in dem Podcast, vielleicht verlinke ich es auch in den Shownotes oder so, ist der hat auch Bücher geschrieben, der Mann, und Film gedreht und so. Und diesen ganzen Prozess von ihm als Christen und Rockmusik so ein bisschen aufarbeitet, der ist immer noch ein ziemlich extremistischer, also so, er ist halt so ein Ami-Christ schon, so sehr, so ein bisschen abgefahren. Aber nicht total over the top. Und vor allen Dingen hat er so seine Erfahrungen. Und manches, was er so über Gott erzählt, ist so total abgefahren, was eigentlich, glaube ich, nur ein Junkie erklären kann oder so. Aber zieht euch das mal rein. Ich finde, das ist ganz, ganz interessant, so wie der sein eigenes Leben so Revue passieren lässt und seinen Weg als Christ auch irgendwie so da eingebaut hat. Irgendwie, dass das irgendwie. Und jetzt halt auch d'accord damit ist, halt diese Musik zu machen. Weil er sagt, dass das, was ich da fühle, was andere Menschen fühlen, wenn wir die Musik machen, was wir anderen Menschen helfen damit, das überwiegt bei weitem und das kann nicht vom Teufel sein. Ich glaube, dass dieses amerikanisch gefärbte Christentum bei dieser Satanic Panic eine entscheidende Rolle spielt. Weil ja, also grob gesehen sind ja die meisten Amerikaner vom Haus aus eher freikirchlich orientiert. Also eine Kirche, die eine enge Bindung zum Staat ablehnt und meistens ein sehr traditionelles bis verbal inspiriertes oder fundamentalistisches Bibelverständnis hat. Also für die ist die Bibel vom Himmel gefallen. Und das ist ein Christentum, was ganz viel mit der eigenen Entscheidung, Christ sein zu wollen, zu tun hat. Das zeichnet Freikirchen auch aus. Und da kommt es zu etwas, das ist, kann man Bekehrungsdynamik nennen. Mein Vater sagt da immer, er ist 86, er sagt dann immer, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Ja. Also aus der Position des Neuen, macht man das Neue plausibel, indem man das, was man vorher war, so stark ablehnt. Und das hat natürlich einen ganz klaren Dualismus zur Folge. Es gibt sozusagen das gottgeweihte Leben und das von Gott abgefallene Leben. Und Korn, Slipknot, früher Slayer und Metallica, die waren halt immer die gerade noch im Mainstream waren, aber das Härteste, was es im Mainstream zu der jeweiligen Zeit zu hören gab. Und wenn man sich eine Marilyn Manson Show 2003 angesehen hat, ich habe den nie live gesehen, aber Live-Videos gesehen, dann hat der in Amerika damit irgendwie Plastikbrüsten in großer Form und so hat der Kontroversen ausgelöst und hier in Deutschland hat man gesagt, okay, ja, das sind große Plastikbrüste. Damit lockt man halt niemand hier hinterm Ofen vor. Das ist irgendwie. Also, da sind einfach die kulturellen Gepflogenheiten noch ganz andere. Meine Schwester ist Künstlerin, die sagt immer sozusagen: kontroverse Inszenierungen in New York, die interessieren hier nicht mal in Danzig jemanden. Also, vielleicht jetzt wieder. Aber. Das ist einfach sozusagen, da wird eine Kontroverse gepflegt, die hier überhaupt keine ist. Und
glaube, dass das eben viel mit amerikanischer Kultur und amerikanischer Religiosität zu tun hat, weil, nochmal, um auf diese vor allem evangelikalen Christen, freikirchlichen Christen zu kommen, hier in Deutschland ist das eine Dimension von ungefähr, das sind, also wenn man großzügig rechnet, 2,5 Millionen auf 80 Millionen Deutsche. Und in Amerika sind das aber 80 Millionen Menschen. Also es ist eine ganz andere Verwurzelung von Freikirchen in der Gesellschaft. Und ich glaube, auch deswegen funktionieren diese dualistischen Reden und so weiter so gut. Und man muss sagen, dass ja auch ein nicht zu kleiner Anteil derer, die USA gegründet haben, hier vor dem Phänomen der Aufklärung geflohen sind und die nicht mitgenommen haben. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber mancher Schritt in der Geistesgeschichte, der ist da nicht so ausgeprägt. Ja, aber die Frage, also du sagst ja schon, Dualismus und eben, ich sage auch immer gerne dazu, wie gesagt, die Polarisierung von Gruppierungen. Und man hat immer Probleme, wenn man versucht, irgendwie so gemäßigt zu sein zwischen diesen beiden Polen. Und aufgrund von Social Media und Co. sehen wir ja auch immer wieder, dass es auch unabhängig jetzt von religiösen Kirchengruppierungen, natürlich ist die amerikanische Struktur aber dahinterher, weil sie finanzieren sich ja primär aus ihren eigenen Leuten und sie werden einen Teufel tun, irgendeinem davon laufen zu lassen und müssen dafür entsprechend auch sorgen, dass die Leute auch einen Grund haben, da zu bleiben und sie auch entsprechend einzubinden und entsprechend einfach zu polen. Was übrigens ein super Argument ist für Kirchensteuer. Genau. Deswegen treten so viele Deutsche aus der Kirche aus. Nein. Der Punkt Ja, ist aber, also das sind die Strukturen, die dann entstehen in unseren Kirchen, wenn die Kirchensteuer fällt. ja, genau. Also das ist wirklich schon wichtig. Deswegen ist auch, bin ich auch durchaus dafür zu haben, dass andere Religionsgemeinschaften, wenn sie sich an das Grundgesetz halten, durchaus auch gerne Kirchensteuer beziehen dürfen. Das ist mir an der Stelle egal, solange ich die Möglichkeit habe, auszutreten. Das sehe ich dann eher so Sachen wie Bischöfe in katholischen Einrichtungen werden immer noch vom Bayerischen Staat bezahlt, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, die Sache ist unabhängig von Kirchen und Glaubensgemeinschaften, also weil Glaube kann auch ohne Kirche funktionieren. Wie gesagt, wir sehen aufgrund der Pandemie, Verschwörungsglaube sorgt schon dafür. Und auch politische Gruppierungen sind im gewissen Grade ein Glaube. Ich habe ja selber gesehen, wie die SPD einen gewissen Glauben hat, dass Arbeit etwas mit Würde zu tun hat. Oder dass eben die Union irgendwie glaubt, oder die FDP, Steuern sind böse und generell gehören einfach alle Steuern abgeschafft. Und gleichzeitig Wasser reinbringen, das haben halt alles schon mal gehabt. Aber auf jeden Fall ist das auch eine gewisse Grade eine religiöse Färbung, wenn du so politische Gruppen oder eben Gruppierungen mit Interessensgemeinschaften sagst, allein wie wir hier die komischen Nazi-Vereinigungen immer noch nicht richtig bekämpfen, aber parallel die Klimakleber als irgendwie wegsperren, ist auch wieder ein doppelt unterschiedliches Maß. Und das wird einfach alles dazu genutzt, irgendwie polarisieren. Und wenn man sich so gerade die jüngste Kontroverse um Matthias Döpfner so anschaut, wo dann plötzlich hier wirklich ein einzelner Milliardär versucht, plötzlich die Gesellschaft zu polarisieren an bestimmten Stellen und damit auch gewisse Gruppierungen erzeugen möchte und das auch teilweise zu großem Erfolg auch gebracht hat, das ist halt gefährlich. Und da, das sehe ich kritischer als die Saturday Panic, aber sie bedient halt dieselben Narrative. Du versuchst einfach ein Feindbild möglichst einfach zu machen. Und das ist etwas, was wir historisch immer wieder gemacht haben. Ich hatte ja eingangs im Vorgespräch schon gesagt, aufgrund der Historie alleine, wenn im tiefsten katholischen Bayern, wenn du die Folklore durchschaust und dann mal tiefer reinpiekst, stellst du fest, ja, das waren einfach alles heidnische Religionen, die dann irgendwann entweder adaptiert worden sind. Osterhase etc. haben irgendwann die Christen akzeptiert, okay, gut, machen. Dieses heidnische Fest integrieren wir, genauso das Tannenbaumfest haben wir integriert und andere Sachen integrieren wir nicht. Das sind dann Dämonen, Teufel und so weiter. Und wenn du da mal nachbohrst, wer waren denn eigentlich diese Dämonen und Teufel gestalten, wenn du deren Historie mal weiterverfolgst, dann stellst du fest, ja, das war eigentlich was anderes, was komplett anderes. Irgendwelche alte Götten, Gottheiten und sonst was, die dann halt abgelehnt worden sind und von der Kirche bekämpft wurden. Und dafür hat man einfach sie dann als Dämonen und Teufel gebrandmarkt. Und sehen wir halt heute in einer anderen Form, meiner Meinung nach. Wo du sagst, wo es herkommt.
Da finde ich immer wieder spannend, dass die Leute immer reden mit Gott und dem Teufel als dem großen Gegenspieler von Gott. Und dass das ja alles in der Bibel stünde. Und da muss ich immer sagen, nee, Freunde, ist nicht. Also die prominenteste Stelle, wo ja der Satan so genannt vorkommt, ist das Hiob-Buch, wo er so eine Art Staatsanwalt am Hofe Gottes ist und mit Gott wettet, dass der Hiob auch Gott abschwören wird. Und Spoiler, Hiob schwört Gott nicht ab am Ende und der Satan verliert seine Wette. Aber also ein Dualismus von Gott gleich gut auf der einen Seite und dem Teufel auf der anderen Seite, das ist schlicht unbiblisch. Es gibt Mächte, die gegen Gott sind. Aber die sind alle letztlich von Gott eingefärscht. Und das Einzige, was böse ist, ist in dem Rahmen, wie Gott es selbst zulässt. Das ist sozusagen biblische Vorstellung vom Bösen. Alles, was böse ist, hat Gott in diesem Rahmen irgendwie selbst zugelassen. Er bereut es dann manchmal, ja. Aber es ist nie, dass es sozusagen zwei ebenbürtige Gegner sind, die dann Schach spielen oder so. Dieser Dualismus kommt überhaupt erst im 3., 4. Jahrhundert auf. Das kann man beobachten, wenn man sich jüdische Schriftauslegungen anschaut, weil da wird es eingetragen. Das sind zoroastrische Gedanken aus dem Zoroastrismus, die diesen Licht-Dunkelheit-Dualismus dann ja tatsächlich geistesgeschichtlich explodieren lassen. Da wird dann im Midrasch kommt dann die Stelle oder kommt dann die Geschichte von Luzifer auf, der Lichtbringer war und so weiter. Das steht alles nicht in der Bibel. Da kann ich nur sagen, lest das Buch, bevor ihr davon erzählt, stünde da drin, das ist Dünnfug. Und lesen bildet. Und deswegen, also die Satanic Panic ist nicht mal in der Bibel ein großes Ding. Natürlich hat man dann in der Apokalypse, hat man Bilder, die man mit Satan dann verbunden hat später. Von dem Tier mit den Hörnern und den Köpfen und die Hure Babylon und so. Das ist aber alles nicht als Gottes ebenbürtiger Gegner gemeint. Nicht zu vergessen, die Geschichte, wo der Teufel Jesus in der Wüste versucht, ne? Die ist Genau, auch prominent. das ist so die zweite große Stelle. Auch da ist völlig klar, das ist überhaupt kein ebenbürtiger Gegner. Und interessanterweise, was macht der? Was macht der? Das ist, finde ich, super spannend, dass du es einwirfst, Koali. Was macht der Teufel? Der tut nichts anderes, als Jesus Bibelstellen an den Kopf zu knallen. Er sagt ihm Bibelstellen und also führt ihn damit in Versuchung, dass er die Bibelstellen, ich sag mal, etwas platt zitiert und sehr wörtlich nimmt. Und Jesus sagt, nee, so ist es nicht. Und Jesus bringt dem Teufel quasi Bibellesen bei und setzt ihn nebenbei Schachmatt. Das ist, finde ich eigentlich eine ganz nice Episode, muss ich gestehen. Und am Ende, da konnte man es nicht aushalten, im Lukas-Evangelium ist es, glaube ich. In einem der vier Evangelien wird gesagt, dass der Satan in Judas gefahren ist, Johannes. als er Jesus verrät. Weil man sozusagen, man wollte Judas entlasten und sagen, es ist keine freie Entscheidung von Judas gewesen, sondern der Satan hat von ihm Besitz genommen. Und das ist nicht, um den Satan groß zu machen, zu sagen, der besetzt Leute und so weiter, sondern weil man Judas entlasten wollte. Da kommt's her. Also auch da ist die Motivation, warum es da ist, eine ganz andere. Und ja, da kommt sozusagen der Satan als Gestalt überhaupt her. Und so ist quasi diese Genese. Von der ursprünglichen Wortbedeutung ist es ja auch ist es ja auch so ein Gegenpol, ne? Widersacher heißt es irgendwie wortwörtlich übersetzt. Oder jemand, der
der gegen Gottes Meinung arbeitet oder so, ne? Von daher kann man es auch, also wenn es im Johannesevangelium vorkommt, ist es halt sehr, sehr abstrakt. Bei Johannes ist alles immer abstrakt. Und wenn dann der Widersacher in Judas einfährt, kann man halt auch sagen, ne, da hat sich jetzt der Widerstand halt durchgesetzt. Ne? Und aber das hat jetzt auch nichts mit irgendeiner dämonischen Gestalt zu tun oder so. Was der Zeitiger ja eben sagte, dass man halt andere Götzen oder andere Religionen, Götter irgendwie als Götzen oder als Dämonen irgendwie verschrien hat, ne? Das ist ja auch in gewissen Teilen einfach auch eine Machtgeschichte. Also gerade in der späteren Vergangenheit, weit nach dem Römischen Reich, das ist einzig und allein dazu, eben ein Feindbild zu stilisieren und so gesehen seine eigene Basis zu adaptieren. Und wenn das Fest sich adaptieren nicht ausradieren lässt als Feindbild, dann wird halt integriert. Das war ja immer Ja. auch das Erfolgskriterium, warum sich das Christentum in Europa ausgebreitet hat, weil man einfach auch pragmatisch sagt, okay, das akzeptieren wir jetzt und das eben nicht, je nachdem, wie gefährlich es uns wird. So funktioniert halt auch kulturelle Adaption, ne? Also das machen wir ja heute immer noch. Einige sagen ja auch irgendwie neue Kolonialismus und so und sind da irgendwie so auch mit diesem ganzen kulturellen Aneignung und so, ob das gut oder schlecht ist. So entwickeln sich halt Gesellschaften weiter, würde ich jetzt mal sagen. Sie integrieren die Bestandteile, die sich integrieren lassen. Und ich würde aber sagen, dass das nur auch eine Ursünde der Kirche darstellt, die anderen Glaubensrichtungen zu verteufeln. Ne? Also das ist natürlich für heutige Maßstäbe wäre es ein No-Go, würde ich mal sagen. Ne? Weil Jonathan wollte noch was sagen. Ja, also ich meine, das ist ja auch, ich will jetzt hier nicht groß Anwalt spielen, aber das liegt natürlich auch an einem vormodernen Wahrheitsbegriff. Wenn Wahrheit nichts Diskursives ist, sondern etwas Feststehendes, dann hat sie halt einer. Und das ist in der Regel der, der das Schwert in der Hand hat in den Zeiten. Ja. Also das ist immer der, der weiter oben auf der Treppe steht. Und von daher, ja, es ist in der Tat ganz, ganz spannend, wie da immer wieder das Thema Macht und das Thema Moral ist es ja letztlich. Weil wer mächtig ist, der entscheidet, was gut ist und was böse. Oder Und schreibt auch die der Geschichte. framed ist, was? Oder schreibt auch die Geschichte danach. Genau, die Geschichte wird von Siegern geschrieben, so heißt es ja immer. Und die Person entscheidet dann, wer sozusagen satanic ist und wer nicht, um jetzt mal in der Terminologie der Folge zu bleiben. Und ich glaube ja, dass das tatsächlich vielleicht, also im biblischen Sinne gesprochen, das Widergöttlichste daran ist. Weil für mich ist der Gott der Bibel, ein Gott, der befreit aus Ungerechtigkeit und der nicht die Macht, sondern die Liebe ganz nach oben setzt. Und wir hatten es in der Machtverzichtfolge, da hast du Fasten und Machtverzicht und Verzicht war die Folge, da hast du das so schön gesagt am Ende, worauf es Gott und worauf es Jesus wirklich ankommt. Und ich glaube, dass das sozusagen immer mit Macht verknüpft wird. Das halte ich für sozusagen, du hast es Ursünde genannt, ja. Ich glaube, das ist der Punkt, wo sozusagen das Christentum selbst unglaubwürdig wird. Ja, und gefailt Wenn hat, es, big time. ja, total, wo es eben vergessen hat, dass es sich an die Seite der Unterdrückten zu stellen hat. So. Und es geht ja, es siegt ja eben im Alten Testament eben gerade nicht der Pharao, der die Hebräer unterdrückt, sondern die Hebräer fliehen durch das Schilfmeer und die Unterdrücker kommen um. Das ist ja eine ganz andere Perspektive. Und das ist auch die Perspektive, die besondere biblische ist, weil das gibt es sonst nicht Obwohl man in natürlich anderen jetzt auch Volks. sagen muss, das hebräische Volk hatte in ihrer Zeitgeschichte so gut wie nie den Status, überhaupt Macht auszuüben zu können. Und da, wo sie es konnten, haben sie es auch ohne
ne, ohne Gewissen durchgesetzt. Ne? Also Landnahme, ne, der Konflikt, der bis heute in Israel schwelt. Ne? Also da sieht man halt, dass es da auch nicht angekommen ist, dieses sich auf die Seite der Schwachen zu stellen. Ne? Nein, da wäre ich jetzt also sehr vorsichtig, weil zumindest in biblischen Texten finde ich das spannend. Immer wenn das Volk nicht auf Gott hört, sondern selbst die Macht an sich reißt, wenn die Könige sagen, jetzt haben wir genug Macht, jetzt können wir das Königreich selber verteidigen, dann gehen sie baden. Immer. In jeder Geschichte. Natürlich ist das insgesamt keine blutige, keine friedvolle Geschichte gewesen. Aber immer ist sozusagen auch eine kontrafaktische Geschichte. Weil immer Geschichten erzählt werden, die so nicht stimmen. Wann wird diese ganze Geschichte aufgeschrieben? Als das Volk Israel im babylonischen Exil sitzt, also deportiert und fern der Heimat. Das ist tatsächlich, also ist eben was immer außerhalb des Blickes gerät. Und jetzt sehen wir das wieder, dass sozusagen auf Leute, die am Rand stehen, Minderheiten sind, die anders aussehen, andere Musik hören, nerdige Hobbys haben und im Regelfall total ungefährlich sind, dass die plötzlich auf der moralischen Zielscheibe sind. Und das ist tatsächlich eben auch ein Merkmal dieser Satanic Panic, die immer wieder geschürt wird und man fragt sich, was soll der Scheiß eigentlich? Ja, weil es ja einfach auch diese Dualität halt aufbricht, weil es einfach daraus ein Spektrum macht. Es gibt nicht das eine, sondern es gibt vieles und es ist ein Spektrum. Und sobald du irgendwelchen Leuten mit Spektrum daherkommst. Wir sind Legion. Ja, aber wenn du wirklich so sagst, okay, wenn du plötzlich Sachen sagst, okay, Mann und Frau ist ein Spektrum. Wenn du sagst, Neurodiversität und neurotypisch ist ein Spektrum und so weiter. Da stellst du plötzlich Weltbilder, die einfach sind, in Frage und sagst, nee, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Die Welt besteht aus so vielen Graustufen oder ist kunterbunt wie ein Regenbogen. Und die Leute stehen so, es überfordert mich jetzt einfach hier. Ich möchte gerne mein altes Weltbild haben, um in diesem Meme zu bleiben. Es bleibt alles so, wie es ist. Wo man da steht, ja, nee, ja, komm mal klar. Also, da müssen wir ja nochmal eine eigene Folge draus machen, weil da kann ich jetzt natürlich auch einschieben, dass diese Revelation, die jetzt gerade kommt, diese Aufklärung, was Gender angeht und so weiter, dass das deswegen so wenig Anklang findet, es hat auch einen Grund darin, dass es von vielen einfach aus dem Wahrnehmungshorizont nicht erklärbar ist. Also die Leute sagen nicht, ich will in meinem alten Weltbild bleiben, weil das gefällt mir besser. Und ich mag das nicht, was die anderen machen, weil die wollen mein Weltbild kaputt machen, sondern die sagen, ich verstehe nicht, was das ist. Und es entzieht sich meiner Erkenntnis. Und dann hat man natürlich sofort auch Angstgefühle und so. Und was dann hinten raus da irgendwie draus gemacht wird, ist natürlich alles ein großer Kulturkampf. Aber das führt uns jetzt auch weg vom Thema, würde ich ja, sagen. Ja. Aber wie gesagt, der Punkt ist ja trotzdem, Satanic Panic dient ja auch dazu, dass das wieder einfacher zu versuchen zu machen, den Leuten einfache Antworten zu geben. Und das gehört das schon irgendwo zum Team da dazu. Ich glaube nicht, dass das weg jetzt vom Thema Koali. Ich stelle mir die Gegenthese auf. Weil ich glaube, dass diese Satanic Panic nur deshalb funktioniert, weil das, wie du sagst, in der Lebenswelt der Leute nicht vorkommt. Ich habe da mit einem Kommilitonen drüber gesprochen, mit einem Kollegen hier von der Uni, dass das zum Beispiel, also in jedem klassischen Dorf, das früher ein oder zwei, die waren anders. Das waren die Dorftrottel. Und warum die jetzt Dorftrottel waren, war egal. Der eine lief halt in Frauenkleidern rum und der andere war nicht ganz so klug oder was auch immer. Aber das war irgendwie eingehegt. Und jetzt kriegt so ein Mensch, der in so einem Dorf groß geworden ist und vielleicht auch ein bisschen älter ist, der kriegt jetzt mit, Alter, die ganze Welt ist voller Dorftrottel, was ist denn hier kaputt? Und von mancher Art Dorftrottel hat er auch noch nie gehört.
und sagt, ey, das kann es doch gar nicht geben. Und das, also ich sag mal, die Diagnose ist ja nicht falsch. Weil natürlich gibt es niemanden, der offen queer lebt auf dem Dorf. Weil er sofort auffällt, sofort durchs Raster fällt und sofort aus allen Gemeinschaften rausfällt, weil er oder sie anders ist. Und das fängt ja jetzt erst ganz langsam an. Und deswegen, also die Diagnose, es gibt ja gar keine queeren Leute. Und wo kommen die denn plötzlich alle her? Die ist nicht falsch. Aber das liegt daran, dass der Referenzrahmen viel zu klein ist. Weil der Referenzrahmen ist nur Dorf X oder Dorf Y. Und manchmal macht man dann eine gute Erfahrung. Da gibt es halt einen, der ist völlig in Ordnung. Dann sind auch alle d'accord damit. Das ist das Coole, wenn das funktioniert oder so. Aber vom Prinzip her, wenn sozusagen die Masse, die ich mir angucke, um meine Diagnose zu machen, so klein ist, dass bestimmte Dinge da statistisch nicht vorkommen, dann gibt es das nicht. Und wenn dann jetzt überall aufploppt, die gibt es jetzt, dann ist das komisch, dann funktioniert das auch leichter, dass einem eingeredet wird, dass das irgendwer macht. Also dann funktionieren solche Angstdynamiken viel, viel, viel leichter. Und ich glaube, je mehr Menschen über das reden, was es eh schon gibt, desto weniger wird es halt auch panikmäßig durchs Dorf getrieben, weil man dann sagen kann, ja, irgendwie Slayer habe ich schon in den 80ern gehört oder ja, wir hatten schon immer einen Dorf, der fand halt Männer toll. Also das ist jetzt alles sehr in die Tüte gesprochen und ich hoffe, das ist alles auch noch würdig genug gesagt. Aber so habe ich das zumindest zum Teil auch in meiner eigenen Erfahrung als Dorfpastor erlebt. Ich würde da auch einschlagen. Marc Benninger hat mal so schön zusammengefasst, warum neurotypische die Neurodiversen nicht wahrgenommen haben, weil sie eben als, okay, das ist der verschrobene Nachbar, der hat eine Eisenbahn unten und hat mir mit einem Miniaturwunderland aufgebaut. Der ist nicht ganz richtig, aber der gehört halt trotzdem dazu. Aber man hat ihm nie ein Label gegeben, ob er jetzt autistisch, ADHS und sonst was hat oder ob er eben sich als non-binär identifiziert. Das war einfach, man gibt den Dingen jetzt einfach mal einen Namen, ein Label, damit man auch mal das sichtbar wird. Das ist ja das, was die Leute so irritiert. Plötzlich bekommt das Ding einen Namen, was vorher einfach so als diffuse Mischung irgendwie existiert hat, was man existiert hat. Ich habe mal was gelesen, dass im Struwwelpeter, in diesem Buch, wo die ganzen sozusagen missratenen, in Anführungszeichen missratenen Kinder sind, die alle irgendwas machen, was verboten ist. Ja. Hm? Das sind alles ADHS-Symptome, was die machen. Und dann waren sie halt, dann waren die Kinder, die so waren, halt die Bösen oder die nicht Guten, die sich nicht benehmen konnten. Und also wo du sagst, mit Neurodivergenten, du musst dich daran denken, das fand ich ganz spannend. Auch da ist es eben wieder eine Mehrheit, die einer Minderheit einen Stempel aufdrückt. Genau. Und die Leute haben sich damals einfach auch entzogen. Wenn sie sozial so gemieden worden sind, hat man sie in Situationen gebracht, wo sie dann gegangen sind oder Schlimmeres passiert ist. Und deswegen sind die auch teilweise einfach aus der Gesellschaft raus verschwunden. Oder sind, weil sie eben entsprechend irgendwie geschnitten worden sind, sind sie vielleicht ausgewandert sogar. Also wir wissen ja nicht, vielleicht sind einfach, ja, das ist jetzt platt, das lasse ich jetzt aus vor, aber ja, auf jeden Fall. Und es gibt halt auch Anpassungsstrategien, ne? Also genau. Wenn ich die ganze Zeit eingeredet kriege, irgendwie du bist komisch, du bist anders, dann versuche ich mich anzupassen. So. Ja. Ja. Und bei vielen, also das hatten wir, glaube ich, schon mal, dieses Nachahmen der Normalität, ne? Was dann irgendwann dann halt auch irgendwie auch eine Krankheit irgendwie hervorbringt, mit der man dann halt leben muss, weil man weiß das ja selber, wie man innerlich drauf ist. Aber das ist, ne, als falsch gebrandmarkt und dann fühlt man sich halt falsch. Ne? Und das ist halt jetzt gerade dabei, was wir Gott sei Dank versuchen aufzubrechen. Da hat das Internet ja auch viel Stoff gegeben, dass man halt merkt, ich bin nicht alleine mit dem, wie ich mich fühle. Und das ist, glaube ich, so der zündende Funke gewesen, warum jetzt auch gerade so viel auf einmal kommt. Und das, da weist sich die Ratte halt in den Schwanz,
Ne, weil das führt dann wieder bei der anderen Fraktion halt darum so, warum ist denn das auf einmal jetzt alles so viel? Ja, ne, weil es, ne, irgendwann kommt es halt alles ans Tageslicht, was da noch so ist. Ne? Und auf der anderen Ja. Seite hast du ja auch wieder durch das Internet, das ist auch eine Kehrseite, gab es halt alle 10 Dörfer mal einen, der gesagt hat, oh Gott, sie sprühen schon wieder, die ganzen Flugzeuge und so. Und Ja, genau, der oh mein eine Gott, und ja, Trottel, diese Art Dorftrottel versammelt sich jetzt auch und denkt, wir sind Legion. Dabei ist halt auch nur aus jedem Dorf einer, statistisch. ja. Die Also, Frage ist natürlich, also das ist jetzt ganz provokant gestellt, ja, und auch nicht irgendwie meine Meinung so, aber die Frage wäre jetzt so ganz von außen betrachtet. Warum und wie unterscheide ich denn jetzt Dorftrottel 1 von Dorftrottel 2? Und wer sagt mir, dass der eine Trottel sein darf und der andere nicht? Also, ne? Ganz provokativ gefragt. ich würde es immer daran aufhängen, ob dieser Trottel oder wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, gefährlich ist insgesamt. Das ist immer die Frage. Weil wenn ich jetzt beschließe, ich möchte jetzt Porzellanpüppchen in meinem Keller sammeln und das ist das höchste aller Gefühle, kann das meinem Nachbarn egal sein. Wenn ich mich jetzt aber militärisch bewaffne und versuche, den Widerstand mit einem Königreich Deutschland vom Zaun zu brechen, da hört es dann halt auf, wenn ich dann sage, okay, ich gefährde jetzt hier andere Menschen und stelle ihre Und Existenz in Frage. hier sind wir wieder bei der Satanic Panic, Genau. weil dann nämlich gewisse Kreise sagen, der hier eine Frau sein will oder der Rockmusik hört oder so, ne? Das sind alles satanische Einflüsterungen. Der bedroht deine Seele, weil der neben dir wohnt und offen seinen Satanismus zur Schau stellt und im Ja, das Fernsehen ist sie. vorkommt und so. Und da sind wir dann wieder dabei, ne? Und Deswegen musst du dich bewaffnen. ja, du musst dich bewaffnen, weil der Satan wird irgendwann rüberkommen und dich fressen oder so. Keine Ahnung. Ne? Ja. Also, ich finde, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Es gibt eine Sache, die ich unbedingt noch mit euch besprechen wollen würde zu der Sache, weil die passt auch gerade ganz, ganz gut dazu mit diesem Bild von dieser satanische Nachbar, ja genau. Zeitige halt gerade die Uhr ins Bild. Dieser satanische Nachbar will deine Seele. Ne? Also das, und wie das Buch auch irgendwie hieß, ne, was ich da damals als Teenager bekommen habe. Das ist auch Zeit, also das ist ein kulturelles Mittel gewesen in unserer Gesellschaft, Menschen Angst zu machen. Um ihr Seelenheil oder um sich selbst und so, ne? Da ist der Teufel und da ist der Satan ein Mittel gewesen. Und ich glaube, das wirkt kulturell nach, weil ich habe halt viel mit Kindern zu tun, beruflich und auch mit religiösen. Und es ist jedes Mal ein Thema, wenn der Teufel irgendwie vorkommt, dass dieses Angstmachen von dem Teufel immer noch da ist. Obwohl bei uns in der Kirche das, was gepredigt wird, was der Jonathan eben gesagt hat, ne? Also der kann nichts und ich habe den Kindern mal gesagt, wenn es den Teufel gibt, dann ist das ärmste Würstchen unter Gottes Sonne. So, und das haben sich die Kinder halt gemerkt, ne? Und halt drüber gelacht und so. Und genau das ist es ja auch, was, ne, was man machen sollte in diesem Bild. Aber dieses Angstmachen. Dieses vor der Seele Angst machen, der Teufel macht mir Angst. Das ist, glaube ich, drin noch. Und das kriegen wir so schnell noch nicht weg. Wir Zeitige. bekommen das Recht nicht weg, weil das Problem ist einfach auch, unser Primatenhirn ist halt auch so drauf verkabelt, dass wir uns negative Sachen viel mehr uns polarisieren und antreiben als jegliche positive Motivation. Das ist ja leider etwas, was biologisch ja auch leider aus uns nicht rauszukriegen ist in absehbarer Zeit. Deswegen ist es ja gerade dieses Polarisieren auch ins Negative so effektvoll und auch funktioniert so prima, weil das bleibt einfach besser hängen als alles, was du versuchst, den Leuten positiv einzutrichtern. Das dauert, dann redest du den Mund fußlich, sie zu erklären, ja, ich habe auch Slayer, mir geht's prima. Und das müssen aber mindestens ein Dutzend Leute zu dir sagen und ein Pfarrer, der dir ein dämliches Buch in die Hand drückt, hat mehr Wirkung als eben ein Dutzend Menschen, die sagen, ja, wenn du nicht eine hohe Beziehung mit denen hast,
dass du sagst, okay, das erdet dich wieder und sagst, nee, das kann irgendwie nicht sein. Ich bleibe jetzt lieber beim Positiven stehen. Das ist leider ein Problem unserer Gesellschaft. Also ich würde gern, also für euch da draußen, also falls es da Leute gibt, die diese Angst vor dem Teufel noch haben, ne? Also hört euch die Stelle von Jonathan nochmal an mit der biblischen Befund über den Teufel. Und der zweite biblische Befund und der zweite christliche Befund, den ich dann nochmal ganz stark rausholen würde, und was das würde ich auch jedem amerikanischen Fundi, der Satanic Panic schürt, weil ich Rollenspiele spiele. Der mir dann sagt, pass auf deine Seele auf, du machst Rollenspiele, du hast Rockmusik, du bist gefährdet. Dem würde ich jedes Mal zurücksagen, Mensch, wie wenig Vertrauen hast du in deinen Gott? Was ist das für ein mickriger, kleiner Gott, an den du glaubst, der durch ein Spiel oder eine Musik dich verliert? Kann Gott dich nicht davor schützen, wenn es denn böse ist? Kann er das nicht? Dann ist er nicht anbetungswürdig. Und ich hoffe, dass dann dieser Mensch ein bisschen seinen eigenen Glauben reflektiert und überlegt, dass das eigentlich ein Paradox ist, was er da hat. Er versucht, seinen Glauben, sein Seelenheil zu schützen vor etwas, was gar nicht gefährdet ist. Ne? Wenn ihr Christin oder Christ seid, das ist die Antwort. Das Vertrauen auf Gott ist stark, Gott ist stark und das Würstchen eben nicht. Deswegen kann man auch so viel Dark Throne oder keine Ahnung was, ultrasatanischen Metal hören, wie man will. Das tut meiner Seele keinen Abheil. Das ist alles erst 3 Generationen her, sagen wir mal so, und je nach Milieu vielleicht auch erst 2 oder 1 Generation, dass Kinder das nicht mehr so lernen, dass das Böse vom Teufel kommt. Dann würde ich einfach mal einhaken. Ich bin ja immer bekannt, dass ich mich mit folklorischen Sagenfiguren auseinandersetze. Und deswegen habe ich ja auch vorhin den Einschub gemacht, dass eben viele Dämonengestalten und Geister und Unruhe und Untote und sonst wie, das geht ja teilweise entweder auf die alte Folklore zurück oder eben auf alte heidnische Religionseinheiten. So eben zum Beispiel der grüne Mann, den man auch mit Cernunnos, einem keltischen Gott, verbinden kann, oder eben dann wieder mit römischen Gottheiten. Es ist eine große Melange von verschiedenen Sachen oder auch so diese Glaube, dass es eine Göttin gegeben hat, die für Ostern ursprünglich mal stand, wobei das nicht hundertprozentig historisch belegbar ist. Osterra. Genau, Estera. Aber es wurde ja schon wieder in American Gods wieder aufgegriffen. Also da konnte man auch, hat auch Neil Gaiman sich sehr schön ausgelassen. Aber eben dieser Punkt, eben zu sagen, man sollte mal nachbohren, ist die ursprüngliche Sagenfigur des Teufels wirklich ein Teufel? Und was war eigentlich wirklich mit den Hexen damals im Renaissance-Zeitalter, die letzten Hexenverbrennungen? War das effektiv nur das Patriarchat und man wollte einfach nur mutige Frauen einfach nur mundtot machen oder beziehungsweise komplett beseitigen, unangenehme Art und Weise? Dass man sich aber auch mit dieser Geschichte, die eben von den Siegern, hier ganz klar wieder in Anführungszeichen definiert worden ist, dass man sich einfach auch damit auseinandersetzt und herausfindet, wenn man so für eben so semi-historisches Rollenspiel und keinen hundertprozentigen Anspruch auf Historizität, einfach trotzdem das als Aufhänger nimmt, sich damit aus diesen Geschichten auseinanderzusetzen. Das ist ja mein Aufhänger, warum ich mich mit Wesen im Königreich Bayern so viel rumschlage, mit dieser Recherchegeschichte, weil diese Recherchen mir einfach unheimlich viel Spaß machen, rauszufinden, was könnte wirklich der Kern dieses Wesens gewesen sein? Und was ist eigentlich der kulturelle Konflikt, der sich hier wieder im Rahmen der Industrialisierung durchbricht? Und so. Also das macht unheimlich viel Laune, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, auch gerade aus der eigenen Region, weil das ist ein Fundus von Geschichten, die man viel zu selten sich selber vors Auge führt. Und das macht unheimlich viel Spaß, einfach seine eigene Historie, seine Umgebung zu erkunden, weil die wird nicht groß in Wikipedia ausgeschlagen. Da muss man in Archive gehen, da muss man in Bibliotheken gehen, man muss obskure Bücher in Antiquariaten zusammensammeln. Und dann haben sie auch keinen Anspruch auf Wirklichkeit, wie Bücher, die einem erklären, Rockmusik ist des Teufels. Also man sollte nicht alles glauben, was man liest. Ganz im Sinne meiner persönlichen Religion, des Diskordianismus. Einem Diskordianer ist es verboten zu glauben, was er liest. Das ist der fünfte Absatz des Petabarfs, um noch ein bisschen Spaß hier einzufliegen.
Aber ja, man sollte auf jeden Fall sich mit Geschichten auseinandersetzen. Das ist ja das Schöne an Rollenspiel. Interaktive Geschichten, Geschichte erleben, Geschichte ausgestalten und mal interpretieren. Was könnte wirklich dahinter gewesen sein? Das finde ich halt ein super Punkt. Also den Punkt vielleicht schlechthin. Also mir ist das gerade eingefallen, als du geredet hast. Ich habe ein Rollenspiel, das heißt Nesquiamus. Das ist total unbekannt. Okay, das ist ein kirchliches Rollenspiel, mehr oder weniger. Ist zumindest mit... Also nicht die Freikristen, die 5. Edition-Variante, oder? Nee. Also ganz und gar nicht. Also wenn man das nicht weiß, dass das von der Kirche mitfinanziert ist, dann, also ich glaube zumindest, dass es von der Kirche mitfinanziert ist, dann merkt man das auch gar nicht. Das beschreibt die Zeit herum um die Reformation und die Machtstrukturen. Aber hat das nicht in historischem Anspruch, so wie du es gerade gesagt hast, und sagt auch nicht, ich bin hier Reformationszeit, sondern macht eine ganz neue Welt auf, wo die Machtstrukturen halt ähnlich sind und wo du als Spielercharakter halt in diese Welt hineingeworfen wirst und dann halt am eigenen Leib merkst, wie diese Strukturen sich verändern und wie die sind. Und da ist halt auch diese Satanic Panic ganz groß mit dem Ablasshandel und also kann ich euch nur empfehlen, das gibt's kaum noch. Nesquiamus heißt das. Es gibt auch ein Let's Play davon. Also ich habe es hier auf dem Kanal auch schon mal gespielt, auf YouTube. Könnt ihr mal gucken. So eine coole Runde geworden. Da habe ich ganz doll geschwitzt als Spielleiter am Ende. Aber es ist trotzdem cool geworden. Also das wollte ich nochmal als Empfehlung machen. Wenn ihr mal was anderes spielen wollt. Ja, was hat das Ganze mit Rollenspielen zu tun? Für mich, also... Ich werde jetzt nochmal biografisch zum Ende. Ich habe doch von dieser etwas amüsanten Frage vorhin erzählt. Mit was ist, wenn es seiner Seele schadet? Ja. Ich verrate jetzt auch nicht, wer diese Frage gestellt hat. Das gehört hier nicht hin. Aber ich war damals also in der Schule, bin ich ganz, ganz übel gemobbt worden. War Klassenarsch von 30 Leuten. Deswegen die Schule gewechselt und es hat mich trotzdem noch, also letztlich muss ich sagen, Jahrzehnte beschäftigt. Und manches beschäftigt mich heute immer noch davon. Und in dieser Rollenspielrunde, die in einer, also es war eine kirchliche Jugendgruppe, wir haben sonst, habe ich mich sozusagen nie an explizit kirchlichen Sachen da beteiligt, außer am Tannenbaum aufstellen. Konnte also im Schoße, also tatsächlich im Schoße, weil im Keller der Kirche auch so ein bisschen gegen meine eigene kirchliche Prägung rebellieren, weil ich ja böse Dinge gemacht habe. Wir haben Shadowrun gespielt und Vampire und Werwolf und so. Und D&D natürlich. Aber, Alter, ich konnte halt einen 2,10 Meter großer Ork mit einem Sturmgewehr sein, der um sich geschossen hat und super stark war, weil er Cyberware drin hatte und super schnell und irgendwie dreimal da war, bevor der Yakuza-Goon überhaupt nur hochgeguckt hat. Ich war einmal in der Woche ein Held. Und die Freundschaften, die da entstanden sind, die zählen, also bis heute kenne ich die Leute. Und bis heute glaube ich, mich hat es auch getragen. Ich glaube, mein Leben wäre sehr anders verlaufen, hätte ich diese Gruppe nicht gehabt und diese Möglichkeit. Ich will gar nicht mal unbedingt, wer anders, also ich war da nicht wer anders. Aus heutiger Sicht war das halt, ne, das war Powerplay, das war teilweise also gerailroadete Spielleitung zum Teil und so weiter. Alles so Dinge, die ich heute gar nicht mehr so cool finde. Aber ich habe mich endlich mal mächtig gefühlt. Es war Selbstermächtigung. Und daher für mich ganz, ganz wichtig. Und ohne die Satanic Panic hättest du nicht rebellieren können. Genau, es hatte diesen Doppelcharakter und trotzdem war es halt cool und es war nicht, es hat mich eher letztlich näher zu Gott gebracht, weil ich da, das ist eine Gnadenerfahrung, die ich da gemacht habe. Das hat nichts mit Satan zu tun. Und trotzdem war ich dann der Böse auch so ein bisschen. Und das war schon cool.
Ja, ich finde das erstaunlich, jetzt zum Abschluss des Podcasts. Ich finde das sehr erstaunlich, dass wir ein Thema nehmen wie Satanic Panic, da jetzt, wo so viel Religion drin steckt und so. Und ich bin echt begeistert, dass wir da so viel aktuelle Anknüpfungspunkte finden und so kleine Nuancen, wo sie unser eigenes Leben noch berühren. Obwohl es eigentlich so abstrus ist und wir alle immer sagen, ach, ah, Satanic Panic. Ah, Aber das Phänomen ist nicht so loszulösen von dem, was wir alle gerade erfahren. Das nehme ich heute mit aus dieser Runde. Ich danke, Seitiger, dass du das vorgeschlagen hast. Wenn du Es das ging ja auch sagst, das ist. darum, wir müssen ja auch im Rahmen des, wir müssen sich auch dagegen halten. Wir müssen den Leuten auch sagen, es gibt auch andere Sichten dazu. Und dafür sind wir ja auch da. Ja. Ja, und Was schön mit euch. finde gut, dass der Jonathan wieder dabei war und Ja und Amen sagt. Ja, Ich für brauche irgendwas das, muss der ja. Pastor ja auch da sein. Aber mir hat, also jetzt mal ohne Scheiß, also Alex, die Meinung hätte ich jetzt auch echt noch gern gehabt, ne? Also Ja, sehr. wenn der nicht braun gebrannt wiederkommt mit einer tollen Urlaubskarte, dann bin ich aber ein bisschen pisst Ja, also Alex, falls du das hier hörst, du wurdest schmerzlich vermisst, ja. Ja. Ja, was habt ihr denn da draußen für Erfahrungen mit Satanic Panic? Oder meint ihr, wir haben ein bisschen übertrieben, dass wir dieses Phänomen jetzt irgendwie hier in die Gesellschaftskulturkämpferei irgendwie eingliedern oder so? Meint ihr, Dualismus ist doch ganz toll und Gott und Teufel sind doch gleich stark oder so und das Würstchen erschwingt sich hoch oder so? Oder sagt ihr, das Würstchen ist ein Tofu? Oder vielleicht habt ihr auch ein Thema, was wir näher beleuchten sollen. Dann nutzt die Wege, die euch zur Verfügung stehen und kontaktiert uns. Und super gerne quatscht auch mal mit. Sind wir auch offen für. Wir freuen uns immer über neue Gesichter und neue Meinungen. Genau. Wir haben ja auch keine Angst davor, dass das ein Satan ist, der hier hereinkommt. Warum sollte ich vor dem Angst haben? Genau, du bist ja so stark, ne? Gut. Du provokant sage, ich bin stark genug auch ohne Gott. Aber. Ja. Alles valide, Hauptsache du bist stark. Könnte man jetzt auch wieder eine Frage stellen, ob das so ein toller Gedanke ist. Aber gut, das ist ein Gedanke für ein anderes Mal. Vielleicht reden wir mal über Stärke und über Macht und so. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Nächsten Monat hören wir uns dann nämlich zu einem völlig anderen Thema. Und dann hoffentlich wieder mit allem Mann. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.